Ein Porsche 911, hier steht er. Und wir haben einen Besitzer draußen, der hat nämlich gerade einen Servicetermin und der Michael Theisen ist da, das ist nämlich der Rainer. Der Rainer ist ganz begeisterter Porsche-Fahrer und das auch schon wirklich seit Langem. Er hatte seinen ersten Porsche, hat er mir erst mal erzählt, in den 80er Jahren. Und er hat jetzt im Moment hat er viel Zeit. Ich grüße dich, Rainer, hallo. Hallo Sven, grüß dich. Hallo Michael. Sven, servus, schön, dass du nochmal da bist. Ja, wir haben ihn mal ganz spontan angesprochen, den Rainer. Ja, er ist nämlich ganz großer Porsche-Fan, oder? Ja, das stimmt. Also ich war früher schon Porsche-Fan. Erste Porsche habe ich 1986 bis 92 gefahren. Und jetzt, direkt nach meinem Ruhestand, habe ich mir jetzt nochmal was ganz Tolles geleistet. Ein schöner Cabrio und bin wieder ganz super zufrieden. Ist also absolut mein Hobby im Ruhestand jetzt. Und ist eigentlich das Auto, mit dem man sportlich schön fährt. Man muss nicht rasen, aber es macht riesig Spaß. Du hast mir erzählt, dass du in deinem Leben unglaublich viel schon geschafft hast. Du hast Säcke geschleppt, die schwer waren, oder? Ja, Mehlsäcke habe ich in meiner Lehrzeit geschleppt. Ich bin zwar etwas in die Knie gegangen, aber es hat sich nachher, die Muskeln haben sich nach und nach aufgebaut. Und das ging dann. Später haben wir ja dann doch mehr automatisiert gehabt und Mehlsilos und so weiter. Da haben wir die Knöpfchen gedrückt und dann war das alles doch etwas leichter. So, bevor wir jetzt mal ganz kurz zu deinem Auto gehen, du hast mir erzählt, ich glaube im Jahr 86 hast du den ersten Porsche gehabt. Ja. So, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem neuen 911er und dem im Jahr 86? Ja, der Unterschied ist halt, es ist alles feiner geworden, trotzdem sportlich geblieben, das Ganze. Der erste war natürlich ein Schalter und jetzt habe ich die Porsche Automatik, PDK, die Kupplung, und das ist natürlich eine ganz super Sache. Und also er fährt sich jetzt an für sich ganz leicht und trotzdem ist er so sportlich, wie man gerne hat. Das, ja. So, da vorne steht er, wir gehen mal kurz hin. Er ist wunderschön, in Rot. Der ist ja schon wie alt? Der ist jetzt im Juli wird er 2 Jahre alt. Und war jetzt die erste Wartung. Die erste Wartung? Der Ölwechsel und das wird so vor Ablauf der Garantiezeit wird das so durchgeführt, was ich ganz schön finde von Porsche, dass man noch vor Ablauf der Gewährleistung eventuell einen Fehler finden kann, der dann noch kostenlos behoben wird. Und zufälligerweise ist meine heute nämlich auch im 111-Punkte-Check, ja, wegen der Verlängerung der Garantie. Zufällig, oder? Das ist eine gute Sache. Das ist, kann man ja abschließen bis 15 Jahre, 200.000 Kilometer. Ist halt eine Sicherheit für die Porsche-Fahrer. Egal, was drankommt, ist es wie eine Neuwagengarantie. Ne? Die sichert so den Geldbeutel sozusagen ab. Okay, das heißt also im Prinzip, ich kann also die Originalgarantie verlängern bis zu 15 Jahre? Genau, richtig. Die kannst du ab dem zweiten Jahr kannst du die verlängern, immer um 1 oder 2 Jahre, bis das Fahrzeug 15 Jahre alt oder 200.000 Kilometer hat. Ja. So, da steht er jetzt. Ja, als er jetzt rauskam und du das erste Mal nicht reingesetzt hast, jemand anderer war der Theisen dabei, oder der Michael? Nein, er war leider nicht dabei. Ich hätte ihn gern mitgenommen. Wir waren nämlich in Zuffenhausen im Werk und haben dort abgeholt. Das war auch ein Traum für uns. Das Museum und alles haben wir besichtigt. Und dann war noch eine schöne Einladung in dem Glasturm oben dabei. Schönes Essen mit einem schönen Wein. Ja, echt? Ja. Und dann wurden wir in die Halle geführt. Da war dann derzeit das Nummernschild montiert. Und eine super Service auch dort. Die Erklärung von allen Instrumenten da drin. Und zum Abschluss wurde noch ein schönes Bild gemacht mit meiner Frau und mir an dem 911er. Also alles super gelaufen. Von A bis Z kann man noch nicht sagen, von A bis heute. Und heute ist diese Wartung, die Fahrzeugannahme und auch den Leihwagen, den Panamera. Es gab nämlich heute einen schönen Wagen, gell? Leihwagen? Bitte? Es gab einen schönen Flottenleihwagen heute. Ja, ich glaube, ein E-Panamera. War der Panamera Hybrid. Den viertürigen Elfer. Und das war jetzt für mich auch mal interessant, das Auto mit Hybrid, also Stromanschluss, zu testen. Ist auch ganz toll. Fährt leicht an, man hört ihn gar nicht. Richtig, ist leise. Dazu immer.
Ja. Ja gut, das Thema Spritverbrauch ist hochinteressant. Die Autos verbrauchen immer weniger Sprit, oder? Selbst die Sportwagen. Wir haben immer stärker und verbrauchen weniger Sprit. Die Technik halt, die Elektronik, und das ist halt immer weiter fortgeschritten und ist schon super, ja. Genau, er ist jetzt gleich fertig mit der Wartung. Die Wartung, die ist bei euch recht umfänglich, oder? Was heißt umfänglich? Also die erste Wartung ist nach 2 Jahren oder 30.000 Kilometer fällig, was du halt als erstes hast. Ich meine diesen Check mit 111 Punkten, das heißt, ihr checkt wirklich alles auf Herz und Nieren? Ja, natürlich, da gibt es einen Plan. Das ist nochmal ein eigener Check, der hat mit der Wartung nichts zu tun, dieser 111-Punkte-Check. Das ist so die Voraussetzung für die Approved-Garantie, die du nachher abschließen kannst, wo wir schon gesprochen haben, bis 15 Jahre. Und da wird es natürlich auf Herz und Nieren geprüft. Ich finde nur schön, wie der Rainer jetzt gesagt hat. Rainer ist ja einer meiner ersten Kunden, muss man dabei sagen. Seit meiner ersten Stunde hier bei Porsche dabei. Und Das war relativ am Anfang. Ja. Einer in den ersten Monaten, sagen wir mal so. Ja. Für uns beide. Ne? Genau. Ja. Und, aber ich weiß noch, wie er damals gesagt hatte, ich hatte früher mal einen, mein Papa hatte einen. Und jetzt will ich mir nochmal den Traum erfüllen. Und das war eigentlich, das vergesse ich nicht. Das war nämlich ein Spruch, der von ihm kam. Und das fesselt dann auch so ein bisschen. Ne? Und das finde ich an diesem Mythos Porsche, wo die Leute mal sagen, was ist Porsche, was steckt alles dahinter. Er vergleicht ein Auto, was aus den 80ern ist, vergleicht das mit seinem nagelneuen hier. Und das ist cool, das macht die Marke aus. Ne? Ja, ja, das ist halt einfach, das Auto liegt auf der Straße. Und der Fahrer und das Auto sind eins, kann man sagen, praktisch. Ich fühle mich im Auto, also wirklich vom Sitz her reingepresst, und das Auto ist mit mir eins, das kann man so sagen. Ja, es ist ja, ich sag mal so, in deinem Leben, du hast viel erlebt, ja, du hast, ich sag mal, geschleppt, ja. Genau, die Mehlsäcke, ja. Das heißt, dann dein Leben waren, im Prinzip waren das am Schluss Brezeln, gell? Ja, ganz genau. Das, ich war 32 Jahre Geschäftsführer bei der Firma Brezel-Egger in Homburg, und wir haben also diese Backshops immer uns, wann haben wir das angefangen, kurz vor 1990, die ersten Versuche mit diesen Tiefkühlteiglingen, und dann haben wir das langsam aufgebaut, und heute haben wir über 40 Backshops rundum, Globusmärkte überall, wo also nicht nur die Brezeln frisch aus dem Ofen kommen, sondern Pizzateile, Süßteile und alles für den kleinen Hunger. Und es war auch damals so, ihr wart also im Prinzip recht experimentierfreudig damals. Ihr habt euch nicht abgegeben, nicht nur Brot zu backen, sondern irgendwann habt ihr gesagt, hey, das schmeckt den Leuten so gut, die Brezeln, gell? Ja, genau, das Brot haben wir mittlerweile anderen Bäckern überlassen, weil die Brezelgeschichte, das war halt doch mehr, haben wir spezialisiert drauf. Dann, das war dann schon eine flottere Geschichte wie Brot, Brötchen. Aber wie gesagt, jeder soll bei seinen Leisten bleiben. Jeder soll das machen, was er am besten kann. Und das waren bei uns die Brezeln. Ich sage nur, die Leute, die selbstständig sind, also viele stellen sich das vielleicht so, dass das Geld fällt vielleicht vom Himmel oder so. Nee, man muss hart arbeiten, ne? Ja, das ist so. Also bis das Geschäft mal läuft und wenn man was Neues anfängt, dann ist man rund um die Uhr, ist man am Überlegen, am Denken, am Arbeiten und was könnte man besser machen und wie funktioniert es und so weiter. Und wie gesagt, das fällt einem nicht in den Schoß. Und es war jetzt gerade eben, du hast mir gesagt, wir wollen nicht dein Alter nennen, aber du hast gesagt, naja, ich habe jetzt den roten Porsche, ich habe den seit 2 Jahren, ist alles gut, ja, ja. Aber ich bin ja schon so und so alt, da hast du gesagt. Ich bin zwar jünger, ich bin noch im Leben, aber es hat im Prinzip hat die Zeit, hat ihre Zeiten, sage ich jetzt mal, alles, oder? Ja, genau. Also ich bin, ich habe mich vorher auch schon jünger gefühlt, wie ich eigentlich bin. Mit diesem schönen roten Porsche fühle ich mich jetzt noch jünger. Also ich kann es aber dazu sagen, ich werde in diesem Jahr 75. Echt? Jetzt hast du es doch gesagt. Ja, das hast du aber jetzt gesagt. Ich stehe dazu und ja, es hat mal, die Arbeit hat mir nicht geschadet. Man muss ja nicht ganz bucklig werden bei der Arbeit, sondern es kann auch gut tun mit der Zeit. Boah, der ist ja super, der Klang, oder? Ein Traum in Rot, oder? Ja, Traum in Rot und ein Klang, den man kann die aus Klappen auch noch verstellen, dass er, glaube, da kennst du ja auch. Ja, ich habe das bisschen, bei mir drin, ja. Dass er noch ein bisschen nur, mehr rührt. Ich habe ja den Sechszylinder, der rührt ja nicht ganz so stark. Der da macht schon richtig Radau.
So, da kommt er jetzt. Er läuft jetzt gleich raus. Ja, das Thema ist auch schön. Das heißt, wenn man das Auto kriegt, ist immer schön sauber, oder? Alles top gereinigt? Ja, ja, also das Auto wird automatisch, wird das immer geputzt dann nach dem... Der geht jetzt noch in die Dusche rein, jawohl. Der wird noch einmal geduscht. Der geht jetzt noch rein. Ich dachte, der wäre schon drin gewesen. Nee, der geht... Jetzt geht er in die Reinigung, sag ich mal. Der Meister fährt jetzt raus. Jetzt macht noch unser annehmender Meister, der macht jetzt noch eine abschließende Probefahrt damit. Und dann wird er noch einmal innen und außen gereinigt. Ein paar Minuten ist er da. So. Ja, das dauert nicht lang. Handwäsche, aber geht ganz schnell. Ja, im Prinzip ist bei einem Top-Unternehmer ist immer Ehefrau im Hintergrund ganz wichtig, oder? Ja, auf alle Fälle. Im Geschäft muss die Frau mitziehen. Wenn die Frau anders nach der anderen Seite zieht, dann kann ein Geschäft eigentlich nicht funktionieren. Sei denn, ich bleibe Junggeselle und mache das Geschäft ganz ohne Frau. Aber wenn man schon verheiratet ist, und dann ist das unbedingt erforderlich, dass die Frau dahinter steht oder mitzieht. Und jetzt, wenn du jetzt entsprechend Leute hast, die dich jetzt selbstständig machen, ja, es gibt ja viele, viele Jungunternehmer, die da sind. Was hast du da für einen Ratschlag für die? Oh, ich habe den Ratschlag, also wer fleißig ist und wer die richtige Idee hat, der kann auch heute noch ein Geschäft gründen und kann gut zu was kommen und kann sein Geld verdienen. Leider gibt es zu wenige. Gesundheit. Man hört immer, ja, das ist schlecht, was zu machen. Aber viele Leute haben nicht den richtigen Mumm. Und auch mal, man muss am Anfang gucken, was kann ich machen. Ich kann dann auch heute noch mit der Bank reden, und wenn ich eine gute Idee habe, was ich herstellen will, dann ist die Bank auch einverstanden und ich kriege auch das Darlehen und muss dann halt schauen, dass das läuft. Und das geht auch heute noch, genauso wie vor 50 Jahren. Das ist mein Tipp eigentlich. Prima. Ja, ich bin vollkommen begeistert von dir. Jetzt, wo du das Alter ja gesagt hast mit 75, man muss ehrlich sagen, du siehst nicht aus, das weißt du, aber das sagen viele, oder? Ja, vielen Dank. Also, wenn es die Frauen sagen, ist man noch, denke ich, ist es vielleicht noch ehrlicher oder so, ich weiß es nicht genau. Die Frauen, hat er gesagt. Die Frauen, also gut, die eigene Frau sagt sowieso, aber manchmal Bekannte unterwegs, ergibt sich ja auch mal, wie alt sind Sie? Als Mann kann man das ja immer gefragt werden. Die Frau soll man nicht so fragen direkt, ne? Aber ach so, ja, stimmt. Ich stehe dazu und das ist kein Problem für mich. Super, das heißt, also ihr seid jetzt bei dem schönen Wetter, seid ihr natürlich offen unterwegs. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einblicke und ja. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm, meine Fragen, es ging, oder? Nee, war ganz angenehm, locker, sowas mache ich immer gern, wenn es locker vonstatten geht und nicht. Ja. So, ja, ganz schön. So, jetzt letzte Frage. Wir sind ja jetzt hier im Porsche-Zentrum Saarland. Du würdest das Porsche-Zentrum weiterempfehlen? In jedem Fall. Wenn ich weiterhin so gut betreut werde, bis jetzt, kann ich es nur weiterempfehlen. Auch heute wieder die Annahme vom Auto, Service, die Übergabe von meinem Leihauto, Freundlichkeit. Ich war kaum die Tür drin. Name, sie guckt auf Computer. Darf ich was zu trinken anbieten? Kaffee, was Kaltes, Espresso und das ist eigentlich immer, da ist der Kunde schon irgendwie so ein bisschen locker und... Du hast aber schon das Gefühl, die Leute sind ja so ganz normal, die sind nicht so aufgesetzt. Ganz normale Leute wie du und ich, oder? Ganz normale Leute, so wie der Michael auch eigentlich. Vor allem, er war ja mein erster Ansprechpartner und heute, wenn ja was ist wie heute, oder Leihwagen, dann schicke ich ihm eine Mail oder ich rufe ihn an, da weiß ich, er versucht immer das Beste zu machen. Also das ist auch so. Wir kennen es ja, wie gesagt, 2 Jahre jetzt, aber er setzt sich für die Kunden ein und das ist einfach gut so. Und ich denke, in jeder Firma ist ja riesig groß, die Firma, also alles relativ, aber man braucht einen Ansprechpartner, wo man denkt, an den kann ich mich immer wenden und der hilft mir immer weiter, wenn er kann, und dann macht das auch. Prinzip wie bei euch früher, bei Ecker. Ganz genau. Oder heute. Wie meinst du das jetzt, früher? Mit dem Bruder. Nee, früher, als du noch einen Beruf warst und heute. Im Prinzip. Das heißt Service first. Die Leute sind immer nett im Globus, in Güdingen, bei Ecker. Ganz genau. Ich war für jede einzelne Brezel Ansprechpartner. Man sagt, das war, also früher waren es ja noch Pfennige vor Euro-Zeiten. Ne? Und ich sage, wir verkaufen ab einer Brezel aufwärts. Und da kommt es auf die Menge nicht an. Jeder Kunde wird
Natürlich, wenn er da gleich ein paar Tausend bestellt, ist das eine schöne Sache. Aber wenn er kommt, ich habe eine Bretze gekauft, ich war nicht zufrieden. Da bin ich früher, bin ich dorthin, ich habe das erfahren, habe den Kunden aufgesucht, wenn es wegen einer Bretzel war. Und das ist auch so ein Tipp, den man geben kann. Man muss sich um die Kunden kümmern. Und das ist sehr wichtig, denke ich. Prima. Also, Rainer, schönen Gruß an deine Frau, die ist jetzt in der Stadt. Die, ja, hast erzählt, die hat jetzt viel Geld ausgegeben, aber es war Scherz. Ja, ich weiß nicht. Komm jetzt an Karstadt, treffen wir uns jetzt. Darf man Schleichwerbung machen? Ja, ja, kannst du machen. Ist kein Problem. Ich glaube, das ist im Karstadt, ist kein Problem. Ja, ja, da treffen wir uns und dann schaue ich mal, wie groß die Einkaufstüten sind. Diese. Die aber ganz bequem reinpassen ins Auto, nämlich hinten auf den beiden. Ja, das hat immer noch reingepasst bis jetzt. Ja. Noch ganz kurz, der erste, ja, Porsche, mit dem sind wir zum Skifahren gegangen, früher in der 80er Jahre bis 1992. Ich habe ja damals nicht ein Zweitauto gehabt, das war mein Traum, der Porsche. Und da haben wir Skiträger drauf gehabt und die Ski obendrauf, Winterreifen. Und da war vorne der Koffer drin, der kleine Koffer. Und da waren die Skischuhe, waren im Winkel um die Koffer gelegt noch. Und die kleineren Schuhe waren vorne, weil die Haube geht ja etwas tiefer. Und meine etwas größeren Schuhe waren zu der Windschutzscheibe hin, wo es dann ein bisschen mehr Platz war. Und da hat man Rücksitz, konnte man ja die Rücklehne umklappen. Und da ging ein riesengroßer Koffer drauf. Also selbst meine Frau war da zufrieden mit dem, was er alles, was sagt immer, Kleiderschrank mitnehmen. Aber damals war es noch nicht ganz so. Aber ging so viel rein. Also wie gesagt, heute machen wir das nicht mehr. Der rote Porsche, wo ich jetzt habe, der sieht keinen Schnee. Ich hatte mal, genau, habe ich gesehen, Saisonkennzeichen. Ich hatte mal einen schwarzen Porsche Panamera und wir sind damit in Urlaub gefahren, also zu den Schwiegereltern. Und wir haben 11 Koffer ausgeladen. Die haben alle gefragt, ja, was, ja, plus den Kinderwagen, ja, plus den. Also es ist unglaublich, weil die meisten sagen, oh, er hat keinen Platz, stimmt nicht. Ja, das hatten wir. Wir haben also so einen Mann von mir, der ist jetzt, wird jetzt 2 Jahre alt im Juli. Und wenn wir mal unterwegs sind und es ist eine Elfer, da meinen die Leute gar nicht, was da alles reinpasst. Ne? Aber wenn dann wir vorne aussteigen, dann machst du vorne den Kofferraumdeckel auf, dann holst du den Kinderwagen raus, den du ausklappst, klickst noch die 2 Räder dran, dann holst du den Kleinen hinten raus. Da sind die erstaunt. Ja? Aber es ist wirklich, das ist schon ein Raumwunder, muss man sagen. Es hat ja auch, welcher Sportwagen hat hinten noch 2 Sitzplatzmöglichkeiten. Ganz genau, das ist und auch immer Argument für mich dann, weil ich sage, der 911er hat hinten noch 2 bequeme Sitze, ist für 4 Personen zugelassen. Bequem in Anführungsstriche für 2 Kinder. Wir haben jetzt ein Enkelkind, das ist 8. Und das andere 3. Die passen wunderbar noch in das Auto rein. Sicherheitsgurt. Und bis 10, denke ich, das kann noch ein bisschen wachsen, das ältere. Da passt das immer noch rein. In den, also meine Frau ist mal im Notartermin im Elfer mitgefahren, ja. Sie war dann doch ein Ticken zu groß, aber es geht für kurze Strecken jetzt auch. Ja, kurze Strecken geht es auch für Erwachsene noch. Aber es ist dann gut, man muss ja unbedingt übertreiben. Rainer, aber er kommt. So, oh, er kommt, ja. Ganz toll, super. So, da ist er jetzt. Jetzt wird er nochmal, der kommt wahrscheinlich von der Probefahrt. Aber so, wir machen jetzt mal einen Cut. Vielen, vielen Dank, Rainer.